Schwarz hat gerade H6 gezogen, dein Läufer auf G5 hängt und du kannst ja mal überlegen, was du damit machen würdest. Was Matthias Blühbaum an dieser Stelle gemacht hat, ein Teil einer fantastischen Angriffspartie, das zeige ich euch gleich und vielleicht kannst du ja so gut spielen wie Matthias Blühbaum, dies ist deine Chance, das herauszufinden. Ich nehme das Ergebnis heute vorweg, weil ich will jetzt nicht erzähle ich euch hinterher und so, weil es ist so eine geile Angriffspartie, da möchte ich gerne von Anfang an begeistert sein. Während ich euch zeige, wie Matthias Blühbaum einen veritablen 2650 Großmeister auseinandergeschraubt hat in der Champions Chess Tour, wo er noch drin ist. Dies ist die Armageddon-Partie. Es stand 1-1 zwischen den beiden und dies ist das Armageddon. Matthias musste mit Weiß gewinnen und hat das geschafft. Und wie? Das sehen wir gleich. Die Tour läuft ja noch und es sind auch noch zwei Leute drin. Vincent Keimer hat in der Division 2 sein Match gegen Lavacik verloren, aber ist ja doppeltes K.O.-System. Einmal verlieren darf man, ein Leben hat man sozusagen. Und er spielt heute gegen Gata Kamsky. Und ich würde sagen, da er spielt gegen Drejew, gegen Alexei Drejew, Entschuldigung, gegen Alexei Drejew. So ein alter russischer Recke, wer ein bisschen länger schon dabei ist, der kennt den, sehr solider Spieler, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch zu ausgezeichneten Leistungen in der Lage. Ich würde sagen, dass Vincent da leichter Favorit ist, das kann er durchaus schaffen. Und gegen Kamsky spielt heute Matthias Blühbaum und auch das kann er schaffen. Kamsky natürlich ehemaliger Vize-Weltmeister und so weiter und so weiter. Auch Mannschaftskamerad von Matthias Blühbaum nebenbei in Deizisau in der Bundesliga. Auch das ist nicht klar, aber auch das kann Matthias schaffen. Also ich werde das heute mit großer Spannung verfolgen, wie das da weitergeht. Von den Vieren, die wir drin hatten, Georg Meyer, Rasmus Swane, Matthias Blühbaum und Vincent Keimer sind die letzten beiden Letztgenannten noch drin. Rasmus Swane ist raus, Georg Meyer auch ein bisschen unglücklich. Der hatte ja Vincent Keimer an der Angel, wie wir hier gestern gesehen haben, musste dann im zweiten Match gegen Daniel Dubov spielen. Und auch gegen den ging es ins Armageddon und er war nahe dran, aber ist dann leider rausgeflogen, sodass jetzt nach zwei Tagen sich das deutsche Kontingent von 4 auf 2 Spieler halbiert hat. Ja, Matthias spielte ein Match gegen den Vietnamesen Nguyen. Was dem Namen nach nicht ungewöhnlich ist, weil wie ich gelernt habe, jeder zweite Vietnamese heißt so. Das hängt zusammen mit einem alten vietnamesischen Königshaus vor 500 Jahren etwa, das Königshaus der Nguyens und dessen Herrschaft hat dazu geführt, dass heute noch jeder zweite Vietnamese den Namen Nguyen trägt. Die sind dann namentlich nicht so leicht auseinanderzuhalten. Die haben einige starke Großmeister in Vietnam, aber die heißen den Nachnamen halt alle gleich. Das ist in Deutschland von der Unterscheidbarkeit her etwas einfacher, wenn die Leute Keimer, Blühbaum, Donchenko heißen. Das ist dann relativ klar, um wen es sich handelt. Dieser Nguyen jedenfalls ist ein starker Großmeister mit einem Elo von 2645, der auch recht stabil auf diesem Level ist, schon seit 10 Jahren etwa. Der hat einen Höchstwert von gut 2660. Also ein respektabler Spieler. Und jetzt gucken wir mal, wie Matthias den auseinandergeschraubt hat. Das ist sehenswert und das wollt ihr nicht verpassen. D4. Matthias beginnt wie immer mit was Geschlossenem. C4, C6, slawische Verteidigung. Springer F3, Springer F6, Springer C3, DC. Der slawische Hauptzug an dieser Stelle ist A4. Matthias spielt E4, das sogenannte Tolush Geller Gambit, das heute aber ganz anders gespielt wird, als es sich Tolush und Geller vor einigen Jahrzehnten ausgedacht haben. E4 bringt mit sich, dass Schwarz jetzt diesen C-Bauern verteidigen kann und einen mehr hat. Und früher, die Schachfreunde Tolush und Geller, die haben das viel konkreter gespielt. Ich erinnere mich daran, dass ich mich da immer darauf vorbereitet habe. Das galt als minderwertig aus weißer Perspektive. Man spielte dann E5, Springer D5, A4, forcierte hier A4, E6, weil man nach A schlecht B auf C3 diesen Zwischentausch hat. C schlecht B und dann kommt Springer G5 mit der Idee Dame H5. Und man sieht, die schwarze Bastion hier ist ein bisschen geschwächt am Königsflügel.
Aber das Ganze gilt eigentlich als total okay für Schwarz. Wobei das schwierig für Schwarz ist zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, die Engine sagt minus eins, das geht ja gar nicht. Sondern ich habe selbst diese Position aus schwarzer Perspektive mehrfach verwaltet und habe gespürt, dass das weiße Spiel hier durchaus einige Ideen hat, die darauf basieren, dass man hier mit den schwarzen Feldern durchaus arbeiten kann. Wenn wir uns solche Züge vorstellen. Auch darauf basiert, dass der schwarze König nicht so richtig sicher steht. Aber natürlich ist es so, Schwarz hat hier diese sozusagen 3 gegen 1 Mehrheit am Damenflügel. Und wenn bei Schwarz nichts anbrennt, wenn er sozusagen nicht matt gesetzt wird, dann rollt das hier halt irgendwann los. Und ganz objektiv ist das nicht so richtig ergiebig für Weiß. Praktisch ist das gar nicht so einfach für Schwarz zu spielen, aber natürlich auf dem Matthias Blühbaum-Level gilt das nicht mehr als vollwertige Eröffnung. Trotzdem lebt das Tolusch-Geller-Gambit unter anderem wegen Matthias Blühbaum, auch wegen Daniel Dubov, der das mit einigen Ideen bereichert hat. Es hat sich nämlich rausgestellt, man muss gar nicht, wie die das vor 50, 60 Jahren dachten, das hier so ganz forciert angehen, sondern man kann einfach ganz in Ruhe auf Kompensation spielen. So wie das Matthias Blühbaum hier auch tut, er spielt Dame C2, E6, Läufer E2, Läufer B7, 0-0. Spielt einfach mit einem Bauern weniger, hat dafür aber dieses wunderbare Zentrum und irgendwann wird der E5 vorgehen, den Verteidiger des Königsflügels vertreiben und das ist die Basis, auf der Weiß dann häufig einen Königsflügelangriff einleiten kann. Also wenn wir hier jetzt zum Beispiel mal, ich schalte euch mal gerade die Eröffnungsdatenbank dazu, dann seht ihr nämlich, was hier Blühbaum. Der spielt das rauf und runter mit den weißen Steinen und hat das auch durchaus mit einigen Ideen bereichert. Eine davon werden wir in dieser Partie sehen. 0-0, Läufer E7. Und eigentlich ist ja die weiße Idee, wenn man das so ohne zu forcieren auf Kompensation spielt, dann ist die weiße Idee, irgendwann B3 zu machen. Zum Beispiel hier, wie Matthias das schon in diesem Jahr gegen Fabiano Caruana, nee, eben nicht Turm B1, B3 zu machen und zu sagen, hier, ich habe auch am Damenflügel Kompensation und spiele gegen deine rückständigen Bauern und kann das hier mit einem Bauern weniger durchaus verwalten. Gegen Caruana kam dann B4 und C3, was auch ganz interessant ist. Weil dann hat der Schwarze hier natürlich diesen Flock eingepflanzt. Aber auch hier kann Weiß auf Kompensation pochen. Ihr seht, die Engine ist gerade nicht so begeistert, aber wenn wir der ein bisschen Zeit geben würden, dann würde die weiße Stellung dann vielleicht doch ein bisschen besser finden. Diese Partie zwischen Matthias Blühbaum und Fabi Caruana ging Remis aus. Aber Matthias Blühbaum hat sich offenbar was Neues ausgedacht, denn das ist sozusagen eine Neuerung, was wir jetzt sehen. Turm B1, so gespielt nach 3 Sekunden, das ist Blühbaums Eröffnungsküche. Das hat er sich zu Hause überlegt und mit der Engine gecheckt. Und das ist jetzt nicht eine Eingebung am Brett gewesen. Turm B1, das gab es schon 2-3 Mal in Amateurpartien, aber auf dem Profi-Blühbaum internationale Spitzengroßmeister-Level ist das bisher noch nicht gespielt worden. Matthias will weiterhin B3 spielen, aber er möchte gerne auf B3 mit dem Turm zurücknehmen. Und gegebenenfalls auch, sollte sich die dritte Reihe irgendwie klären, den Turm auch rüberschwenken können, schon zum Königsflügel. Das ist die neue Idee, die Matthias in dieser Partie auspackt. Schwarz spielt Rochade und Weiß spielt B3. Und wenn wir hier die Engine fragen, die sagt, dass an dieser Stelle C5 die beste Reaktion ist. Wollen hier jetzt nicht in die Tiefe gehen. Hier hängt jetzt diverse Bauernspannungen. Es hängt links und rechts. Hier könnten wir jetzt lange in die Analyse einsteigen. Jede Wette, Matthias, wäre auch darauf vorbereitet gewesen, weil C5, also das, was die Engine vorschlägt, das prüfen diese Spitzenspieler natürlich. Und Matthias würde wissen, was zu tun ist. Und auch jede Wette, wir werden wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft eine Partie mit B3, C5 sehen. Denn Matthias wird seine Idee weiter verfolgen. Sie hat ja in dieser Partie super geklappt. Und die Schwarzen werden sich darauf vorbereiten und irgendwann mal C5 spielen. Nurjan spielt hier C schlecht B3. Das spielt dem Weißen sozusagen in seine Idee mit Turm schlecht B3. Wobei der Schwarze das in dieser Partie sehr geschickt hinkriegt, dass der Turm doch die dritte Reihe verlassen muss und nicht direkt rüberschwenken kann. Turm B3, Springer BD7 entwickelt sich weiter und jetzt kommt dieser Zug E5.
der eben diesen Verteidiger des Königshügels vertreibt. Und dann steht der arme Kollege auf G8 mehr oder weniger schutzlos da. Und dann ist es die weiße Aufgabe, hier Kräfte rüberzuführen und den König auf G8 matt zu setzen. Ist natürlich leichter gesagt als getan. E5, Springer, D5. Ich zum Beispiel wäre an dieser Stelle schon gestrauchelt. Ich hätte hier Springer E4 gespielt, was auch so eine bisschen schematische, aber eine Standardreaktion ist, ne? Ich will gar nicht tauschen, sondern ich möchte halt Kräfte zum Königsflügel überführen. Außerdem möchte ich hier auf diese schwarzen Felder ein bisschen gucken. Als Weißer und hätte darum Springer E4 gespielt und die Maschine gibt mir schon ein Fragezeichen dafür. Denn Schwarz hat hier auch wieder sehr gut C5. Gibt im Zweifel diesen B5-Bauern, der hängt ja jetzt, gibt den im Zweifel zurück. Aber dafür fliegt dann das weiße Zentrum auseinander. Und mit dieser Übermacht am Königsflügel ist dann nicht mehr so viel her. Stattdessen wird Schwarz sehr, sehr aktiv und hat hier gutes Spiel. Springer E4 wäre schon schlecht gewesen. Matthias Blühbaum spielt das natürlich viel besser. Der spielt nämlich Springer schlecht D5. Der ist mit dem Abtausch total einverstanden, weil er auf diese Weise nämlich die Struktur festlegt. Jetzt fliegt hier kein Zentrum mehr auseinander, weil Schwarz kann das nicht anhebeln. Oder der einzige Hebel, den Schwarz hat, das ist F6. Aber ob man F6 wirklich spielen möchte, was hier zu diversen Schwächungen wieder führt, das ist so eine andere Sache. Schwarz gibt natürlich jetzt mit C/D den B5-Bauern zurück. Und Matthias nimmt den auch, was gar nicht nötig gewesen wäre. Die Maschine sagt, komm hier, wir spielen das mit Bauern weniger weiter und schlägt zum Beispiel H4 vor. H4 mit der Idee, Springer G5 zu spielen. Und dann ist die dritte Reihe frei und dann kann der Turm hier rüberfahren und wir haben Angriff. Das ist so die ein Maschinenvorschlag. Ein anderer Maschinenvorschlag ist auch den Bauern, den Mehrbauern des Schwarzen zu ignorieren, weiter auf Kompensation zu spielen und den Weißfeldringläufer, der ja sehr, sehr wichtig ist, in Position zu bringen, gleich mal den Punkt H7 anzugreifen und auf die Art und Weise Kräfte rüberzuführen zum Königsflügel und vielleicht auch schon eine Schwächung zu provozieren. Ne? H6 ist schon eine Marke, auf der es immer mal einschlagen kann. Gegen diese Formation greift Weiß viel, viel lieber an als gegen die intakte Formation F7, G7, H7. Und hier könnte man jetzt den Angriff weiterfahren. Also man kann hier auch den Bauern nehmen, aber man kann zum Beispiel auch Dame E2 spielen, dann Läufer B1 und dann Dame D3 diese Batterie aufbauen mit Mattdrohung auf H7. Und wenn Schwarz das verhindern will, dann muss er sich zum Beispiel noch weiter schwächen und dann fliegt sie mir langsam auseinander. Solche Ideen waren hier durchaus drin. Man muss gar nicht diesen Bauern nehmen. Man kann ihn aber nehmen, und das ist das, was Matthias getan hat, erstmal materielles Gleichgewicht wiederherstellen. Aber das gibt Schwarz ein bisschen Zeit, seine Truppen ins Spiel zu bringen. Beginnt mit Turm C8, Turm auf die offene Linie, Angriff auf die Dame, die muss ziehen, Dame E2, Läufer C6. Ja, das hat der Schwarze nun von, dadurch, dass die Bauern hier festgelegt sind, er schlägt sich mit diesem schlechten Weißfeldringläufer rum, während Weiß einen guten Weißfeldringläufer hat, der ihm weiterhin auf dieser Diagonalen als Angriffsläufer dienen soll. Also Weiß wäre sehr, sehr schlecht beraten, würde er jetzt auf C6 tauschen, dann wäre Schwarz sofort okay. Der Läufer muss draufbleiben und er geht auf diese Angriffsdiagonale. Läufer D3, Läufer A4. Aber immerhin, so gelingt es dem Schwarzen, seinen Läufer ein bisschen zu aktivieren. Okay, man könnte auch argumentieren, er steht auf A4 ein bisschen im Abseits. Aber immerhin, der zwingt jetzt den schwarzen Turm, den weißen Turm sich zurückzuziehen, der kann die dritte Reihe nicht halten. Also diese Einladung nach B7 zu gehen, die kann man annehmen als Weißer, aber das ist nicht so schlimm. Kommt Turm C7 und wenn Weiß jetzt mit Turm FB1 verstärken könnte, dann wäre das super, aber soweit ist Weiß noch nicht. Und insofern, der bringt hier nichts auf B7. Das kann Schwarz ganz leicht abfedern. Darum hat Matthias das auch nicht gemacht, sondern spielt den zurück nach B1. Okay, Springer B6. Die schwarzen Hoffnungen liegen natürlich am Damenflügel. Hier ist Schwarz ein bisschen aktiver. Hier winkt auch schon ein bisschen das Feld C4. Da möchte sich dieser Springer gerne mal einpflanzen. Gucken wir mal, ob Schwarz dazu irgendwas kommt. Naja, nee, wir wissen ja schon, dass Schwarz dazu nichts kommt. Aber im Moment ist es alles noch nicht so dramatisch. Und dies ist sicher eine kritische Stellung, in der sich Schwarz überlegen muss, wie es denn jetzt weitergeht.
und was zu tun ist, um hier zu Spiel am Damenflügel zu kommen. Man könnte über so Züge wie Turm C3 nachdenken und dann Springer C4 hinterher spielen. Was man nicht tun sollte, ist das, was Schachfreund Nguyen hier tut. Was auch total natürlich aussieht, aber was einfach schlecht ist und so im höheren Sinne schon eigentlich zu einer Verluststellung führt. Er spielt hier Dame D7. Und das sieht ja total normal aus. Ne? Er verbindet seine Türme, Türme wollen einander angucken, das wissen wir. Und jetzt bereitet er zum Beispiel Turm C3, Turm C8 vor und plant dann hier mal einzudringen. Vielleicht dann auch in Verbindung mit Läufer C2, um den dann halt doch zu tauschen und den von dieser Angriffsdiagonalen runterzukriegen. Alles sehr verständlich, aber es ist konkret schlecht, weil es dem Weißen eine Möglichkeit eröffnet, die vorher nicht da war, nämlich Springer G5. Und Springer G5 ist schon fast ein Ausknipser. Na klar, so einfach ist es nicht, aber Springer G5, jetzt hat Weiß wirklich richtig starken Angriff. Ne? Und das ging halt vorher nicht. Die Dame, der Läufer haben das hier wunderbar unter Kontrolle. Springer G5 ging nicht. Und nach Dame D7 geht Springer G5, was dann auch schon der Dame einen Weg öffnet auf den Königsflügel. Und jetzt stehen sie ja schon bereit, zu viert über den unverteidigten schwarzen König herzufallen. Und das überlebt Schwarz nicht. Also jetzt hängt konkret erstmal H7. Nguyen knipst den raus. Die Maschine findet das nicht so gut, aber hier ist schon guter Rat teuer an dieser Stelle. Ne? Also die Alternative, die es für den Moment zusammenhält, ist G6. Aber will man das wirklich als Schwarzer? Das ist wieder so ein Maschinending. Denn das aus Maschinensicht ist G6 ist plus 2 und Läufer schlecht G5 ist plus 3. Und darum gibt die Maschine hier ein Fragezeichen. Aber aus Sicht eines 2650-Spielers sieht dies nun komplett perspektivlos aus. Denn es kommt H4, gefolgt von H5. Und dann geht das hier auf und dann fährt die Dame rüber und dann wird der schwarze König matt gesetzt. Das möchte man als Schwarzer nicht spielen und darum spielt er hier Läufer G5, um eben sich nicht mit G6 schwächen zu müssen. Ändert aber nichts daran, dass hier guter Rat teuer ist. Und Nguyen schwächt sich jetzt doch. Ich meine, er sieht natürlich Dame H5 kommen zum Beispiel. Schwächt sich jetzt doch mit H6. Das ist die Stellung, die wir eingangs gesehen haben. Und H6 geht halt schon überhaupt nicht mehr. Ihr seht es in der Notation, was Matthias hier gemacht hat. Es gibt hier sogar zwei Möglichkeiten. Also wenn ihr Läufer H6 spielen wolltet, dann ist das auch gut. Ne? Läufer H6, GH, Dame G4. König H8 und an dieser Stelle dann Dame H4. Auch das führt zu entscheidendem Angriff, wollen wir uns jetzt nicht im Detail angucken, weil das, was Matthias gemacht hat, ist genauso gut und genauso schön. Er spielt hier Läufer F6, was sehr, sehr cool ist. Läufer F6 und hier wird dann auch dem Nguyen aufgegangen sein, oh je, ich stehe platt. Es geht nämlich nichts mehr, also nehmen darf man den erstmal gar nicht. G schlecht F, dann nehmen wir einfach zurück und es droht Dame G4 Schach, nebst Dame G7 matt. Was soll man dagegen machen? Da gibt's eigentlich nur einen Zug, nämlich E5. Und auf E5 spielt Weiß sehr, sehr cool Dame F3. Und es droht jetzt wieder Dame G3 nebst Dame G7 matt. Und dagegen kann man auch schon nichts mehr machen. Es ist tatsächlich schon matt in 7 Zügen in dieser Stellung. Wenn man zum Beispiel versucht, mit seinem König aus diesem Schach rauszugehen, dann macht die Dame noch einen kleinen Zug und greift dann den H6 an. Und der ist nicht mehr zu verteidigen. Es wird matt. Also GF, EF, E5 geht nicht wegen des kleinen Zugs Dame F3 und diese Drohungen setzen den König matt. Nehmen darf man den nicht. Ja, und so sah sich Schwarz an dieser Stelle gezwungen, dann sich eben doch ein Loch zu machen mit G6. Aber was soll er sonst machen? Und jetzt läuft das Ding quasi automatisch weiter. Ne? Jetzt, das ist hier quasi diese Formation F7, E6, F7, G6, H6, die ist eine Einladung, sie anzuhebeln und aufzureißen. Und Matthias brauchte auch nur 21 Sekunden, um hier H4 aufs Brett zu stellen, was mit der Drohung H5 verbunden ist. Und dann geht das hier auf und fliegt auf und auseinander. Und das kann man auch nicht stoppen. Man kann hier nicht H5 spielen, denn dann kommt Dame E3. Ach, die Maschine zeigt es schon und es droht Dame H6 nebst Matt.
Und sollte Schwarz mit König H7 glauben, das Feld H6 decken zu können, dann kommt Dame G5. Und plötzlich hängt der H5-Bauer, denn der ist ja gefesselt. Hier ist wieder unser Läufer auf der Angriffsdiagonale, der wichtige, wichtige weißfeldrige Läufer, den man immer braucht für seinen Königsangriff. Und ja, auch dagegen gibt's keine Verteidigung mehr. Also kann man nicht stoppen, dass H5 kommt. Nuyen versuchte König H7. H5. Turm C3. Und auch sehr schön von Matthias, das Ganze ist hier so überzeugend und so kräftig und die schwarze Stellung fliegt dermaßen auseinander, da kann er sich erstmal einen ganz coolen Zug wie Turm FC1 leisten und verhindern, dass der Schwarze hier auf der C-Linie eindringt und Ärger macht. Turm FC8, Dame E3. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn Schwarz jetzt Material vom Brett nimmt. Stellen wir uns vor, Turm C1, Turm C1. Eigentlich will man als Angreifer ja dann Material auf dem Brett halten, aber die Schwerfiguren, die spielen überhaupt keine Rolle. Die greifen nämlich nicht mit an. Es sind diese drei Musketiere, die den schwarzen König erlegen werden. Und dass die Türme vom Brett gehen, das fand Matthias sehr zu Recht überhaupt nicht schlimm. Wenn zum Beispiel in dieser Stellung jetzt Schwarz versucht, sich mit Läufer B5 weiter zu entlasten, um halt endlich diese Läufer vom Brett zu kriegen, tja, da wird Schwarz matt gesetzt. HG, FG. Bäm, Läufer schlägt G6, König G6, Dame B1 Schach. Man möchte nicht nach F7 gehen, denn da wird man ganz schnell matt gesetzt nach Dame H7 Schach. Aber wenn der König hofft, sich im freien Feld retten zu können, dann hat Weiß das wunderschöne F3 und es droht G4 nebst matt und seht selbst, es gibt keine Verteidigung dagegen. Schwarz wird matt gesetzt. Und insofern, die beiden Läufer und die Dame, die machen den Job und das Türme vom Brett gehen, das ist Matthias piepegal. Schwarz versucht jetzt Läufer C2, das war die Idee der Verdopplung auf der C-Linie, um endlich diesen tödlichen Läufer vom Brett zu kriegen, aber es ist zu spät und ein weiterer Glanzzug von Matthias, jetzt gibt er die Qualität, weil am wichtigsten ist eben, dass diese drei, vor allem der weißfältige Läufer auf dem Brett bleiben. Und dafür gibt man eine Qualität, denn wir haben jetzt entscheidenden Angriff. Und das Motiv, das jetzt kommt, das haben wir eben in der Variante schon gesehen. H schlägt G, F schlägt G, bam, Läufer schlägt G6. Und es wird in allen Abspielen matt. Schwarz kann nichts dagegen machen. König schlägt G6, Dame D3. Auch hier wieder, wenn der Schwarze versucht, ins freie Feld zu laufen, geht nicht gut aus. Dame H3 Schach. König G6, Dame G3 Schach, König H5 und jetzt der sehr, sehr feine Zug F3 mit der Drohung Dame G4 matt. Und wieder, seht selbst, es gibt dagegen keine Verteidigung. Okay, also läuft der König zurück, aber auch da wird er matt gesetzt. Dame H7 Schach, König F8, Dame H8 Schach, König F7, Dame G7 Schach und Nuyen gab auf, denn es ist im nächsten Zug matt. Der hat nur noch König E8 und Dame G8. Ist dann matt. Die Partie ist vorbei. Ja, also ein Glanzsieg von Matthias Blühbaum, der mich wirklich begeistert hat gestern. Das war das war ja fast eine Hinrichtung. Und auf der anderen Seite saß halt wirklich ein Großmeister von internationaler Klasse. Sehr, 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 sehr stark. Und jetzt hoffe ich mal, dass er heute gegen Gatter Kamsky so weitermacht. Genauso wie ich hoffe, dass Vincent Keimer heute gegen Alexei Drejew weitermacht. Der scheint sehr gut in Form zu sein. Der Drejew, der war mal Weltklasse vor 20, 30 Jahren. Also es wird kein Selbstläufer. Seien wir gespannt. Und vielleicht gibt's ja auch wieder so begeisternde Partien wie diese, die ich euch natürlich umso lieber dann zeige. Heute erstmal Daumen drücken. 16 Uhr geht's weiter bei der Champions Chess Tour. Matthias Blühbaum, Vincent Keimer sind noch im Rennen. Seien wir gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe, das hat euch so gut gefallen wie mir. Für den Moment soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Und falls ihr noch nicht genug Matthias Blühbaum gesehen habt, wir haben hier eine umfangreiche Blühbaum-Playlist. Ihr findet sie am Ende dieses Videos. Bis dahin, macht's gut. Ade.